Müssen wir jetzt einen Rahmen finden, den kochen und dann Pulver draus machen oder was? Die Wurzel müssen wir Pflanze finden und abschnibbeln oder was? Und müssen wir jetzt einen Menschen töten? Boil one raven feather to create base darkening agent. Das habe ich mir gedacht. Add sliced tentabell root as needed to achieve desired brown hue. Mix in ground femur to enhance bonding properties? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das unser Rezept sein sollte. What kind of incense is this? It smells like sweaty trout. You've never smelled lupin's breath before? Oh my god, that's exactly what this is. And those are samples, if you'd like to take one. Da hat Lupin reingefuscht. Warum nehmen wir das mit, wenn er so furchtbar ist? Gut, weil es wahrscheinlich kostenlos ist, ne? Das ist ein guter Grund, was mitzunehmen. Aber das Rezept hier, ich gehe ganz stark davon aus, dass die Knochen, dass wir deswegen auf dem Friedhof können. Dass wir da was ausgraben können. Rahmen vielleicht sogar auch, ne? Mal gucken. Und die Knolle, ich habe keinen blassen Schimmer. Nice snake. Even nicer jar. Don't touch that. Is it poisonous? It's my dinner. Ach so. Okay, dann wird es ein bisschen schwierig. Rat blaster blasts rats faster than a vast pack of fat cats. Das ist ja auch ein Slogan. Ganz viele A's. All right, I get it. The rat poison works. Können wir den mitnehmen? All right, I get. Ja, kannst du? I wonder what's brewing back there. In the cauldron? That's for decoration. I'm an alchemist, not a witch. Das ist richtig. Das musst du unterscheiden. Ha. Haben wir noch irgendwas übersehen? Ich glaube, ich habe alles angeklickt und gedrückt, oder? Genau. Ha. Oh, these fumes are really disorienting. Dann müssen wir später noch was machen. Hier, wir haben ja echt viele Sachen zum Anlegen. Und Rattengift im Moment brauchen wir es noch nicht, ne? Wer weiß, ob es noch kommt. Okay. Schild. Fleischfressende Pflanze, natürlich. Und Tentabell. Das ist genau das, was wir von dem Bild kennen, vom Rezept. Ist sogar exakt genau das gleiche Bild, oder? Na, fast. Aber natürlich steht da eine fleischfressende Pflanze vor, dass wir da nicht rankommen. Natürlich. Ist logisch. Ja. Das ist halt das Typische, ich frage mich immer so ein bisschen, oder ich finde es gefühlt interessant, wie man so ein Spiel aufbaut. Ne? Du hast halt irgendwelche Gegenstände, die dir... Also du hast quasi ein... Das ist halt rückwärts entwickelt wird. Ne? Du hast irgendeine Aufgabe, die am Ende gemacht werden soll. Du brauchst halt Gegenstände und dann macht man es kombiniert, komplizierter, wie man an die Gegenstände rankommt. Und dann... Man muss einfach nur das Zeug hier einsammeln. Aber es wäre zu einfach, deswegen macht man hier nur eine Pflanze hin und dann baut man quasi immer kleinere, weitere Hürden ein. Wow. Hey, Lise, are you there? Yeah, what's up? I need to know if a plant is dangerous. Okay, what's it look like? An enormous toilet-shaped mouth full of razor-sharp fangs. What do your instincts tell you, Kelvin? That it is totally safe. Kelvin, it's an actual miracle you've lived this long. Do not touch the plant. Brauchen wir da das Rattengift für vielleicht? Oder den Weihrauch? I'm not sure how those go together. Ich bin für das Rattengift. Der Mond. Okay, ich dachte, wir schauen uns den Ast an. Der Mond. Wow, I never realized the moon was this old. So ein Trottel. Cemetery. Close enough. Hier ist alles zementiert, ja? Ganz viel Zement auf dem Boden. Okay. Das ist der Vogel. Halt! Rabä. I feel like I skipped reading something about one of these in high school. Können wir den verräuchern? I'm not sure how those go together. Ich hab kein blasses Zimmer. Here lies Mig Carbonell, who popped his lungs at the ripe old age of 96, screaming at a bunch of teenagers to pull up their pantaloons. Das ist lustig. Welcome, sir. Looking for anybody in particular? Just, browsing. Oh, take your time. They ain't going anywhere. Mostly. Die Wampe hängt so ganz dezent raus. Ich bin auf der Suche nach einem Oberschenkelknochen. Das ist eine Also ich glaube, die meisten suchen einfach nur irgendein Grab eines verstorbenen Bekannten, ne? Aber wir suchen einfach nur einen Knochen. Was ist mit der Pflanze am Tor? Ist es ihre Rabe da drüben? Also hier bekomme ich theoretisch alle...
Also anscheinend alle Zutaten her für das Gemisch, für das Dingens. I'm in the market for a leg bone. You Leonardo's new assistant, then? I am, yes. I assist him with all bone-related matters. So, you bring the goods? Goods? What kind of goods? If you're really Leonardo's assistant, you know exactly what kind of goods. Oh, right. Those goods. Yeah, let me go get them. Was auch immer das ist. See you around. Toodles! Das wollte ich nicht. Halt, Moment. What's with the plant by the gate? Angry little shrub bit me right in the ass. See? Yep, okay, got it. Wunderschön. Had my keys in that pocket too. Now I'm locked out of the, you know, miscellaneous doors. Okay, also hat die Pflanze mehr als nur ein Hindernisgrund, dass sie da ist, sondern auch ein Schlüssel. Is that your raven over there? Yeah, it's a union thing. Every graveyard's gotta have at least one ominous foreboding bird. Some people go owl, others go vulture, long as it creeps you out. Also ich finde putzig. See you around. Toodles! Selber Toodles. Oh. Hütte. Es würde mich nicht angezeigt als Möglichkeit. Okay. Oh, was ist denn da los? Das ist ja albern. Haben wir eine Notiz? Eine Hacke? Schon wieder eine Hacke? Schuhe? Gemälde. Das sind Poster. Und ein Laken. Hey, these drawings are pretty good. Maybe the gravedigger's making a comic about a guy with severe mood swings. Okay. Das heißt, es sind verschiedene Gesichter zu verschiedenen Monden, zu verschiedenen Handzeichen einfach nur, oder zu verschiedenen Händen. Das heißt, ich muss dann letztendlich das kombinieren, wahrscheinlich zwischen dem Mond, der hier ist. Im Moment haben wir den Mond gesehen. Und das Bild haben wir, glaube ich, gehabt an der Tür. Aber wir haben keinen Piraten gehabt, quasi. This guy sure has some pretty specific opinions about different moon phases. Ja, das auch. Oh. Können wir nicht mitnehmen, ne? Nopes. Irritierend. Ofenhacke. You don't need a hoe to dig graves, right? I'll just borrow this for a while. Na klar. Natürlich braucht man das nicht. Was denn sonst? Cozy. Hast du noch mehr zu sagen als kuschelig beim Ofen? You know how sometimes in adventure games the protagonist will pick something up, even though nobody in their right mind would go anywhere near that thing? This is one of those times. Na, entweder das. Oh God. Oh, it smells exactly like blue cheese. Entweder man würde sich ja selbst nie rantrauen, das anzufassen, oder aber man hat keinen blassen Schimmer, wofür man das noch brauchen wird. Das ist eigentlich so der Standardfall. Das ist eigentlich meistens der Fall, wenn man in einem Gebiet neu ist. Einfach mal alles mitnehmen, was nicht angenagelt ist. Oh, look at the widow cuties. Hat er noch mehr Wert außer die Aussage? Ja. Anscheinend nicht. Laken. This thread count is incredible. Somebody knows how to shop for linens. Na, vor allem er klaut hier die halbe Hütte leer, ne? Die ganz schön geräumig ist für einen Friedhofswärter. Okay. This is a pretty nice bedsheet. Oh, damit können wir uns dann noch einen Toten bauen. Oh, it's horrifying how much this smells like blue cheese. Ja. Hacke? It's the gravedigger's hoe. Aber müssen wir den Kerl verscheuchen oder was müssen wir mit dem Kerl dann machen? Schuhe? Leaving this guy with an odd number of socks is the cruelest thing I've done so far. Sehr gut. Können wir mit der käsigen Socke die Blume vielleicht vernichten, weil die keinen Bock mehr hat auf Weiterleben? Then he'll know I borrowed it. Ja, das ist vielleicht gar nicht mehr schlecht. Können wir den Vogel vielleicht mal runterhaken oder bedecken oder irgendwas? I'm not sure how those go together. Oh, Hacke? Wobei, das wäre gemein. I can't hurt him. The gravedigger will get mad. Ja, ich auch, Kelvin, ich auch. Der Vogel soll leben bleiben, der ist nett. Ich mag Raben und ähnliche Konzepte. Aua. Und, nochmal? Wow. Achso, okay. Jetzt sagst du nichts Spezielles. Ich glaube nicht, dass das Bild sich austauschen wird. Socke? It's got a mouth, not a nose. Verdammt. I don't think the sock will bother it.
Verdammt, Blatt. No, I'd rather. Das ist ja auch Quatsch gewesen. Hacke. It'll bite the hoe in half, no problem. War nur eine Idee. Wie wär's mit Räucherstäbchen? I don't think that will. Ich auch nicht. Okay, das klappt schon mal nicht. Dann haben wir noch eine andere Seite hier zu entdecken. Ich guck mir nochmal an der Tür das Schild an. Hier ist nichts dazwischen, ne? Nee. Beziehungsweise das Schild. Ist das eine. Okay, dann war das ein anderes Gesicht. Ist das eine Art Wunschliste, was er haben will? Oder was ist das genau? Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Fluss. Aha. Fassade? Pfefferbusch. This pepper looks like it's got a serious kick to it. Ich wollte gerade sagen, es ist praktisch, dass die reif sind. It looks just like the little pepper they put on the menu to tell you stuff is spicy. Nein, ich würde es nicht als Pfeffer beschreiben, sondern als Pepperoni, beziehungsweise als Chili, als irgendwas in dem Stil. Wobei, für Chili ist es zu lang, deswegen. Pepperoni, Pepper geht ja auch in die Richtung. Die Übersetzungen sind manchmal ein bisschen eigensinnig. Fassade. I'm not a big facade guy, but as far as facades go, this facade is tops. Ich wollte gerade sagen, er kann erkennen, dass es eine Fassade ist. Und wir können auch reingehen. Da Vinci. Oh. Oh. okay. Ach, das Lächeln. Oh, warte mal. Müssen wir ihr ein anderes Lächeln aufs Gesicht hauen? Oder wie? Ich meine, für die Mona Lisa ist er. Also, das ist ja sehr bekannt. Excuse me, are you Leonardo da Vinci? I am. And who might you be? A traveler from another time here to aid me in my work. Look, I know this is gonna sound crazy, but... Wait, what? How do you know that? Firstly, your hideous clothing appears to be made of neither plant nor animal. Second, your teeth are uncommonly straight, exceptionally white, and impossibly intact. And finally, that device on your wrist is far more sophisticated than anything I could have hoped to imagine. All of this indicates that you hail from a land that has made incalculable technological advances. That is to say, in the future. Okay, smart guy. But how do you know I'm here to help you? Well, if you wished to harm me, you would have done so at the time when I was incapable of fighting back. Wow. Well played, bearded dude. Thank you. Das war erstaunlich kompetent. Huh. Also woher genau, wobei uns nicht mal angeschaut hat, wobei genau brauchen sie Hilfe. Wir müssen sie irgendwie verstimmen, dass sie grummeliger ist. Hey, welche Art von Waren tauschen sie für gewöhnlich mit dem Totengräber? Wissen sie was über die Tür mit dem komischen Schild in der Stadt? So, what exactly do you need help with? I fear I have reached a bit of an artistic impasse. You see, today I was originally scheduled to begin painting the portrait of Lisa Gherardini. However, the Lady Gherardini unexpectedly changed her mind this morning. Apparently, some diminutive trickster convinced her that I have a secret laboratory full of corpses. So who's that over there? Well, that would be Lisa's sister, Mona. Ja, die grinst zu viel. Okay, Ich habe keine Zeit für Erklärungen, aber sie müssen Lisa wirklich malen. I don't have time to explain, but you really need to paint Lisa instead. Oh, would that I could. Lisa has a wry subtlety about her that I long to capture on the canvas. But alas, she refuses to come anywhere near me. Mona, meanwhile, is regrettably more direct with her emotions. Yeah, I see that. Ja, das, nein, ja. Und die Zähne sind nicht sehr vollzählig. Hey, what kind of goods do you usually exchange with the gravedigger? I'm afraid it would be a violation of his and my arrangement to tell you. Oh, come on, it's critical to my mission! I am sorry, time traveler, end of the world or no. I fear it is none of your business. Na, ja, das ist zumindest konsequent. Do you know anything about the door in town with the weird sign next to it? I do. It's one of my laboratories. So, you can get me in then? I can, but I won't. It contains some sensitive experiments that shouldn't be disturbed. Oh, you mean like dead people? I saw a dead person go in there. It was super gross. Yes, dead people. For anatomical research, you understand. I'm not a dead person collector. If you say so. Warum,
warum eigentlich nicht, ne? Kann ja sein, dass es spannend ist. Oh. Okay, jetzt mir zu. Was wäre, wenn wir Mona verkleiden, damit sie wie Lisa aussieht? Dann würde sie trotzdem grinsen. Okay, hear me out. What if we dress up Mona to look like Lisa? I'm afraid Mona's attire is not the issue. It's that gargantuan goofy smile that she absolutely refuses to change. Along with her hair color, I suppose. Lisa's is a much darker brown. So if I can change her smile and her hair color, she'll look like Lisa. Oh yes, a great deal. But I wouldn't get your hopes up. Mona doesn't like her sister much. Asking her to look exactly like Lisa will not go over well. I'll figure something out. You, stay here for now. The fate of the world depends on it. As you wish, time traveler. Also ich würde einfach mal die Socke oder die Duftkerzen unter die Nase halten, damit sie halt das Gesicht verzieht. Aber die Farbe... Mal gucken, was passiert. Käsige Socke. Erstmal reden wir mit ihr, glaube ich mal, bevor ich irgendwie irgendwas kaputt mache. You were looking downright chipper. Oh, thank you. Sorry, thank you. The lady is thanking you for the compliment. Yes. I'm afraid she is wholly committed to maintaining her current expression. Ich hab sie gerade versehentlich da was weggeklickt. Isn't your jaw starting to get tired? No. Not even like a little. No. Bang. I'm impressed. Lecker aussehen, das Frühstück. Das sieht na, wobei, für Frühstück sieht das ein bisschen mächtig aus. What the? All of this is fake. Maybe Leo uses it for still life practice. Wahrscheinlich. Fake food doesn't seem super useful. Fake food doesn't... Kann ich das trotzdem mitnehmen? Damit wir immer was zum Speichel erzeugen haben? No, I'd rather not. Oder so nicht. Ein Blatt vielleicht? I'm not sure how those go together. Ich auch nicht. Ich halte immer die Socke unter die Nase, oder? I'm not sure how those go together. Schade. Ich dachte, es wäre schön. I don't think that will... Feuerrauch. Wenigstens haben wir Leonardo gefunden. Die Küche haben sie auch noch. Oh, interessant. No other servants allowed in the kitchen. Ja, das sieht wie eine standardmäßige Küche aus. Aber ich bin ein vielversprechendes kulinarisches Genie, das sich beweisen muss natürlich. Aber ich bin Leonardos offizieller Vorkoster. Leonardo hat mir gerade gesagt, dass sein Frühstück nach gekochtem Pferd geschmeckt hat. But I'm a promising new culinary genius with everything to prove. And I'm a surly old soup lady with a steak knife. Now scram! Ach, verdammt. But I'm Leonardo's official taster? Not likely, string bean. My cooking would probably kill you if it were poison. Leonardo just told me his breakfast tasted like boiled horse. Well, of course it did. What the devil did he think he was eating? Ist ein Argument. Ich habe gerade eine alte Taube im Hof gesehen. Ich glaube, sie stirbt. I just saw an old pigeon out in the courtyard. I think it was dying. Out of my way. That's two good meals, at least. Na, wunderschöne Laufanimation. Kevin ist voll gemein, ne? Möchte ich mal kurz anmerken. Au, eine Flasche Rattengift. Rezepte, Topf. Können wir ihr und das Rezept zuschustern oder was? Chef Benedict Roser's traditional boiled weasel. Step 1. Bring water to a boil. Step 2. Boil weasel. Step 3. Salt to taste and enjoy. Das klingt simpel. Ah ja? Oh. Wir haben ganze Zeit. Wir haben begrenzte Zeit. Okay. Ha. Aber das ist gut, das ist ein Farbrezept. Ah, Farbrezept für braune. Das ist das Haarfärbemittel. Stimmt. Boil one raven feather to... Dann müssen wir ihr das geben, damit sie das dann zusammenbastelt am Ende. Okay. Und die Taube ist zurück. Sie sieht kränker aus als sie eh und je. That pigeon's back. It looks sicker than ever. It's not getting away this time. Läuft super. Also nicht sie, aber die Situation. Das Rattengift können wir schon mal mitnehmen, glaube ich, ne? Flasche? Können wir nicht, okay. That's it. I'm cooking your ears.
I thought I told you to stay. Ja. That pigeon. It's not. Okay. Das ist das Blöde bei solchen Screens, dass man halt nicht ewig rumprobieren kann, ne? Aber geht schon Topf. Ah ja. Wenn wir das Rezept da hinhängen. I don't think that will work. Schade, ich hätte das gedacht. Topf, Flasche. Okay, sobald wir was machen, ist sie wieder da. That's it. I'm cooking your ears. Das hilft schon mal nicht. Okay, na gut. Aber wir haben zumindest Ansätze. Das hier, diese ganzen Sachen haben wir. Wobei mir dieser Raum hier nicht so wahnsinnig viel gebracht hat. Außer eine Motivation, was ich überhaupt machen sollte. Also braune Haarfarbe und das Grinsen muss aus dem Gesicht raus. Gut, das machen wir beim nächsten Mal bei Calvin and the Infamous Machine. Von daher danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.